Ich stelle mal vier Thesen in den Raum, die vielleicht eine gewisse Hemmschwelle darstellen beim Start mit BIM. Die erste These: BIM ist eine Software. Und glauben Sie mir, wir hören das immer wieder bei uns an der Hotline oder auch sonst über die Hauptnummer kommen Anfragen von interessierten Fachleuten, die gerne eben BIM hätten und ja dazu dann eben die BIM Cloud wollen oder irgendwie eben diese BIM Software installieren wollen und so weiter und so fort. Das stimmt an und für sich nicht. Also BIM ist nicht eine Software. Wir brauchen keine Programmierer, um BIM letztlich nutzen zu können. Hat aber vieles mit Software zu tun. Wir haben schon im Vortrag vorhin gesehen, auf der einen Seite geht es um Technologie und eben diese digitalen Bauwerksmodelle. Es geht aber bei Building Information Modeling auch um den Prozess, die Zusammenarbeit und eben auch die Definition von Zielen, um zu schauen, was hat man denn erreicht oder wo kommt man hin? Das heißt, natürlich, BIM ist nicht nur Technologie anwenden, zu BIM gehört Verschiedenes. Oft eben auch hängt es mit Projektmanagement zusammen. Und ja, Sie sehen, wie das rauskommen kann. Das muss natürlich nicht so sein. Wichtig ist bei Building Information Modeling, also wenn dieser Prozess gelebt wird, dass auch entsprechende Rollenbilder und Verantwortlichkeiten definiert sind. Wir sehen jetzt hier ein Beispiel, das ich hergenommen habe aus Holland. In der Schweiz sehen diese Rollen vielleicht nicht genau so aus, aber oft sehr ähnlich oder es gibt immer wieder Parallelen. Es gibt immer jemanden, der ein Modell entwickelt, es gibt immer jemanden, der den Prozess aufgleist, es gibt immer jemanden, der für die Gesamtkoordination des Projekts zuständig ist. In der Schweiz, das Pendant zu dieser Grafik wäre jetzt hier aus dem ESIA-Merkblatt 2051 entnommen. Sicher mal der Gesamtleiter, der eine gewisse Verantwortung, der eine gewisse Verantwortung in Bezug auf Building Information Modeling innerhalb eines Projektes übernehmen sollte. Und je nach Größe und Komplexität der Organisation und der Aufgabe gibt es natürlich dann auch mehr Fachpersonen. Je kleiner die Projekte, je kleiner die Projektorganisation, desto weniger aufgesplittet wird das dann effektiv, werden diese Rollen auf Personen verteilt. Die dritte These: Ziele sind nicht klar. Und ich werde Ihnen das mit den Zielen nochmal an einem kleinen Beispiel in Bezug auf das Wandern näher bringen. Beispiel von mir. Ein Kollege von mir wollte mal an einem Wochenende mit mir wandern gehen und sagte, komm, wir gehen wandern. So hat es dann ausgesehen. Also ja, es war dann eine T5-Wanderung, also schon anspruchsvolles Bergwandern. Ich hatte Turnschuhe an, also war nicht so clever. Ich war nicht so wirklich gerüstet für diese Wanderung, weil wir zusammen nicht wirklich über das Ziel gesprochen haben. Präzisere Definition des Ziels hätte jetzt vielleicht so gelautet. Und genauso kann es auch mit BIM scheitern. Und in diesem Zusammenhang ist halt auch wichtig, dass eben diese Ziele früh geklärt werden. Man sieht auch hier ein kleines Beispiel aus dem Merkblatt 2051. Aus Projektzielen werden Anforderungen abgeleitet. Diese auf Basis dieser Anforderungen können Entscheidungsgrundlagen, also eben digitale Bauwerksmodelle mit Informationsgehalt entwickelt werden. Und erst wenn wir das wissen, können wir mit der Arbeit beginnen. Und eine doch auch sehr große Hemmschwelle in Bezug auf Building Information Modeling, um eben nicht zu starten, ist so dieses Bild von, ja, wenn wir jetzt BIM machen, dann ist alles, was wir bisher gewusst haben und gelernt haben über das Bauen, das ist alles auf dem Kopf. Das können wir alles vergessen und alles neu lernen. Und das ist dann schon auch nicht ganz so. Es gibt gewisse Dinge, die man neu andenken sollte, aber es stellt dann doch auch nicht gleich alles auf den Kopf. Aber die Frage bleibt, was ändert sich denn? Und ich habe hier eine kleine Darstellung zusammengestellt, wo wir mal rein vom Austausch der Informationen sprechen. Gestern hat man mit PDF und DWG Pläne weitergegeben. Heute können wir Modelle weitergeben.
Modelle, über offene Schnittstellen, IFC, da haben wir vorher schon darüber gesprochen, können wir für den Datenaustausch und den Informationsaustausch nutzen. Gestern haben wir, wenn Probleme aufgetreten sind, oft E-Mails verschickt. E-Mail da, E-Mail dort, euer Posteingang explodiert wahrscheinlich fast vor E-Mails. Heute kann man das anders lösen. Heute kann man modellbasiert kommunizieren. Das Format dafür, die offene Schnittstelle, die es gibt, nennt sich BIM Collaboration Format. Also das heißt, mit Hilfe dieses BIM Collaboration Format, BCF abgekürzt, ist man in der Lage, heute modellbasiert Informationen modellbasiert zu kommunizieren, einfach gesagt. Und jetzt, wie starten wir denn? Starten tut man bei BIM beim M, beim Modellieren. Also das heißt, Building Information Modeling oder da geht es schlussendlich darum, mit digitalen Bauteilen zu arbeiten, diese digitalen Bauteile zu nutzen, um zum Beispiel Pläne daraus abzuleiten, wie ein Grundriss, ein Schnitt oder auch eine Ansicht, eine Fassade, verschiedene Darstellungen entsprechend zu erzeugen, bis ins Detail zu gehen, aber auch nur so sinnvoll, so weit, wie es denn effektiv Sinn macht, Auswertungen von Elementen zu generieren oder auch das Modell zu nutzen, um zu präsentieren, um zu visualisieren, um bei allen Beteiligten schlussendlich ein besseres Verständnis dafür, was man eben geplant hat, zu vermitteln. Und hier beginnt eigentlich die Reise. Wenn Sie das noch nicht können, solche Modelle entwickeln, dann sollten Sie hier starten. Wenn Sie das jetzt schon können, und es gibt viele, die das schon können, das ist ja nichts anderes als das Grundkonzept von ARCHICAD, wenn man denn so möchte, und wenn man das anwendet und nutzt, dann hat man schon den ersten Schritt gemacht. Aufbauen auf diesem Schritt sollte man sich mehr über Ziele unterhalten, denn die Reise beginnt beim Ziel. Haben wir eben gesehen, bei der Wanderung, erst sollte man festlegen, wo will man hin, was will man eigentlich tun. Das Ganze möglichst präzise und messbar gestalten, im besten Fall gemeinsam diese Ziele festlegen. Und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ein Projekt einfach mal mit BIM zu machen, ist nicht unbedingt ein sinnvolles Ziel für ein Projekt. Werde Ihnen natürlich dann gerne auch einige Beispiele dazu zeigen, wie das Ganze aufgegleist wird. Danach, wenn wir das Ziel festgelegt haben, folgt die Handlung. Berg wird bestiegen sozusagen. Also das heißt, wir kommen eigentlich vom Ziel eben zu diesem sogenannten Anwendungsfall, wo wir dann eben das Projekt schlussendlich umsetzen. Wieder auf die BIM-Methode bezogen, ist ein Anwendungsfall nichts anderes als eine Kombination von der Definition, wie wir zusammenarbeiten wollen, also vom Workflow, und von der Definition, wie detailliert soll denn so ein Modell entwickelt werden. Also die Modelldetaillierung spielt da eine Rolle. Und bezüglich eben dieser Modelldetaillierung, das ist sozusagen das, was wir mitnehmen zur Wanderung, das, was wir in den Rucksack einpacken, da ist es wichtig, dass wir natürlich die richtigen Elemente, Bauteile mitnehmen, und der Rucksack, der ist nicht unbegrenzt groß, also nur das, was wir wirklich brauchen und nicht alles, was irgendwie geht, reinpacken. Also das heißt, diese ganzen Hilfsmittel, die stellen dann bei BIM eben die Information dar, die Geometrie und die Eigenschaften, die diese Bauteile in sich tragen schlussendlich. Und wenn wir das Ganze jetzt so schrittweise mal in einer Grafik darstellen wollen, dann ausgehend vom Ziel gelangen wir eben zu diesem Anwendungsfall, also zur Definition des Anwendungsfalls, dann zur Umsetzung und als letztes, optimalerweise gibt es noch ein Feedback, wo wir dann auch wieder Standortbestimmung machen können, sagen, haben wir jetzt das Ziel erreicht oder eben nicht, respektive was sollten wir beim nächsten Mal besser machen. Zum Anwendungsfall kann man auch sagen, Kombination aus Workflow und Modelldetaillierung gehört dazu. So, und nun würde ich Ihnen gerne zwei Beispiele zu dieser Theorie zeigen. Im einen Beispiel geht es um eine modellbasierte Gesamtkoordination und im anderen Beispiel geht es um eine modellbasierte Mengenermittlung nach EBKPH. Ich habe gesehen, Kosten war da auch so ein Thema, wäre jetzt da in diesem Zusammenhang hier sicher interessant.
Das erste Beispiel. Ausgehend vom Ziel, was könnte ein Ziel sein, was zum Anwendungsfall der modellbasierten Koordination steht? Beispielsweise Regiearbeiten reduzieren, also besser koordinierte Modelle in der Planung führen natürlich auch zu besseren Abläufen auf dem Bau selbst. Dementsprechend diesem Ziel folgend liegt eben der Anwendungsfall der modellbasierten Gesamtkoordination beispielsweise zugrunde. Und dieser hat natürlich verschiedene Teilelemente. Also auf der einen Seite geht es darum, disziplinübergreifend Überschneidungen zwischen Bauteilen zu ermitteln, disziplinintern aber ebenfalls solche Überschneidungen zu ermitteln, Kongruenzen zu prüfen, also Übereinstimmung zu prüfen, beispielsweise das Tragwerksmodell des Ingenieurs, stimmt das zum Architekturmodell überein, funktioniert das? Sperrzonen, sind diese eingehalten und die Aussparungen, sind die wirklich koordiniert zwischen allen Gewerken, wissen alle, wo die zu liegen haben. Dementsprechend wissen dann auch die Leute auf der Baustelle, wie das Ganze genau kommen soll. Und dann zum eigentlichen Workflow. Also den Workflow, den muss man natürlich auch zuerst mal aufgleisen, aufskizzieren, definieren, wie man das umsetzen will. Wir haben jetzt hier ein Kundenbeispiel von Matti Ragazzi Architekten aus Bern. Die haben das mal bei einer früheren Veranstaltung für uns so aufbereitet und dementsprechend nutze ich das gerne, um so dieses Grundprinzip der modellbasierten Koordination etwas näher zu bringen. Wir sehen auf der linken Seite die verschiedenen Gewerke. Diese generieren unterschiedliche Fachmodelle über eben diesen Prozess hinweg und diese Fachmodelle untereinander zu prüfen, abzustimmen und zu koordinieren, das ist eben modellbasierte Gesamtkoordination an und für sich. Und dann natürlich auch die Ergebnisse wieder zu kommunizieren an die einzelnen Beteiligten, sodass diese jeweils die Modelle dann schlussendlich aktualisieren können. Das ist so ein Prozess, der wiederholt sich immer wieder. Das ist so ein Workflow, den man aufgleisen kann. Zur Modelldetaillierung gibt es natürlich auch etwas zu sagen. Es gibt gewisse Anforderungen an die Definition der Modelle. Grundsätzlich sollte man sich über eine Geschossstruktur einigen innerhalb des ganzen Planungsteams. Also nicht nur der Architekt sagt bestimmt was und macht es dann so und die anderen müssen dann hinterherrennen, sondern optimalerweise möglichst früh klären, wie man genau die Geschosse strukturieren will, wie man das aufbauen will. IFC-Klassen, wenn man eben in einem Open-BIM-Prozess steckt, sollten eingehalten und sinnvoll zugeordnet werden, also eine Wand als Wand weitergeben. Das hilft bei der Koordination, das macht das Ganze etwas einfacher. Varianten trennen voneinander, also nicht mehrere Varianten in einem Modell vereinen, das gibt dann auch nur wieder Überschneidungen und Probleme, die eben nicht unbedingt nötig sind. Dateinamen eindeutig bezeichnen und das wäre es dann eigentlich schon, also das braucht nicht allzu viel, wenn man ehrlich ist. Das ist handelbar. So sieht es dann aus. Also, wenn man dann in die Anwendung geht, geht es dann eben darum, modellbasiert zu koordinieren. Wir sehen jetzt hier ein Beispiel aus der Software Solibri, die hier auf der gegenüberliegenden Arena etwas detaillierter präsentiert wird, von einem Gesamtkoordinationsmodell, also Architektur mit Gebäudetechnik, mit dem Tragwerksmodell des Ingenieurs, abgeglichen, geprüft, auch regelbasiert geprüft, das ist dann die Anwendung. Und dann kommt als letztes natürlich noch das Feedback. Und das ist auch etwas Entscheidendes. Jetzt hier hat man zum Beispiel gemerkt, bei diesem, das war ein erstes Pilotprojekt, dass man noch etwas zu wenig Wert auf die sogenannten Quality Gates gelegt hat. Also diese Punkte, wo man dann effektiv Qualitätssicherung durchführt, dass das eben nicht nur hier der Fall ist bei der Gesamtkoordination, sondern dass das an verschiedenen Stellen passiert, auch schon disziplinintern eine gesicherte Qualität gefordert wird. Man hat dann so ein Datenblatt erarbeitet, wo man eben auch die relevanten Punkte festgehalten hat für zukünftige Projekte, um dann eben eine bessere Qualität bei der Modellabgabe schlussendlich einfordern zu können. So, das war ein erstes Beispiel dazu. Ich hoffe, Sie haben dieses Prinzip von im Ziel zu Anwendungsfall, dann zur Umsetzung und Feedback etwas näher am Beispiel erkannt. Ich würde Ihnen gerne noch ein zweites Beispiel, was eben um ein anderes Ziel geht, näher bringen. Und
da ist jetzt entscheidend, wenn wir eben andere Ziele haben, dann sehen auch die Anwendungsfälle anders aus. Also das ist halt dann der direkte Zusammenhang. Hier bei dem Ziel geht es jetzt darum, dass ich möglichst früh verschiedene Projekte möglichst genau oder vielleicht genauer als mit sonstigen Methoden auf eben die Kosten beurteilen kann. Der Anwendungsfall könnte jetzt bis auf die Stufe Element des EBKPHs eben so eine modellbasierte Mengenermittlung sein. Also vielleicht zum EBKPH ganz nur grob zu sagen, das ist eine Element- und nicht gewerksorientierte Gliederung für Kostenplaner. Stufe Element bedeutet bis auf das Bauteil, zum Beispiel C2.1 für die Außenwand- oder eben Innenwandkonstruktion. Der Workflow selbst umfasst vor allem zwei Disziplinen, vielleicht auch weitere, weil die weiteren Gewerke auch analysiert werden sollen. Ausgehend vom Architekten, der jetzt vielleicht in ARCHICAD ein Modell entwickelt, über die offene Schnittstelle IFC zum Kostenplaner hin, kann dieser die Modelle einlesen und eben auf diese Struktur analysieren. Wir haben für Solibri eine Erweiterung entwickelt, schon etwas länger her, EBKPH-Erweiterung, die nichts anderes macht, als Bauteile nach eben dieser Kostenstruktur zu gliedern, Bauteile, die allgemein informiert sind des Architekten, um dann diese einzupflegen. Auch hier kann ein Weg zurück sein, dass via der Schnittstelle des BCF zurückkommuniziert wird, dass eben der Architekt auch weiß, was, wie, wo er optimieren soll, muss, kann anhand des Modells, dass dann eben der Kostenplaner die Berechnung durchführen kann. Und letztlich werden Mengen ermittelt, diese liegen einem Excel zugrunde und aus diesem Excel heraus können die genommen werden in das Kalkulationstool zur effektiven Kostenberechnung. Bezogen auf die Modelldetaillierung liegen jetzt die Anforderungen vom Informationsgehalt her der Modelle etwas tiefer, als das vielleicht noch bei der Gesamtkoordination der Fall ist. Also bei der Gesamtkoordination sind zum Beispiel die IFC-Klassen wichtig, die zugeordnet sein müssen. Hier geht es jetzt darum, dass eben nebst diesen Klassen auch noch einige Eigenschaften, einige weiterführende Informationen an diese Bauteile angehängt werden müssen. Zum Beispiel muss eine Wand wissen, ob sie unterhalb oder überhalb des Terrains liegt, ob sie eine tragende Funktion hat, ob sie zur Gebäudehülle gehört. Das sind alles relevante Informationen, die dann dazu führen, dass für die Kostenplanung diese Bauteile korrekt zugeordnet werden können. Wir haben in dem Zusammenhang von der Firma IDC her mal eine Modellierungsrichtlinie erfasst, die nichts anderes macht, als aufzeigen, wie eben genau konkret in Bezug auf diese Erweiterung Modelle entwickelt werden müssen in ARCHICAD oder theoretisch auch in anderen Softwareanwendungen. Oft werden nämlich hier allgemeine Informationen genutzt, in die Lage und so weiter. Diese ergänzenden Informationen gilt es natürlich dann in die Bauteile einzupflegen. Wir sehen hier zum Beispiel für die Außenwand, was hier alles an Eigenschaften eigentlich dem Bauteil mitgegeben werden muss. Und im Endergebnis haben wir dann so eine modellbasierte Mengenermittlung, wo wir dann halt für verschiedene Elemente sehen, ja in der Auswertung, welche Mengen ergeben sich dadurch. Und letztlich erhält man dann eben ein Excel, um das Ganze dann weitergeben zu können. Also so als kleines Fazit, nehmen Sie hier vielleicht diesen Kreis in Bezug auf eben den Start mit BIM mit auf den Weg. Ich hoffe, das hat Ihnen etwas gezeigt.